von den Teilen. Aber so eine Absicherung ist ja auch nicht ohne, wa? Gut, das ist jetzt nicht unbedingt ein Fehlbau. Da werden die sowieso schnell mal rangehen. Da ist das Ding eh schon vorher platter als gedacht. Die halten nicht viel ab, aber sie halten einiges ab. Okay. Und auch hier. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einiges gesichert. Das ist so ruhig, dass ich kann das aggressiver. Ich muss mal beim Starten gucken, ob ich irgendwelche Einstellungen ändern kann, dass der Blutmond, wenn ich hier fertig bin, viel früher kommt, damit wir ein viel größeres Abenteuer miteinander haben. Das ist doch cool. Und auch hier. Dann wird es auch gar nicht so leicht haben. Warum auch? Wär ja bescheuert. So. Ich lege einmal mal schön aus hier. Ich hoffe, das Ding reagiert jetzt nicht auf irgendwelche Hühner. Ehrlich jetzt? Das Ding hängt jetzt in der Luft, ist okay. Dann wollen wir mal. Minen und Minen und Minen. Und ja. Das kann ja dann nur ein Abenteuer werden hier. Mal gucken, wie oft ich hier einen Knall höre. So, für mich muss ich aber immer noch eine Lücke irgendwo immer lassen. Na. Jo. Hoffe ich mal, dass die Monster bald kommen, weil ich möchte ja gerne mal was zeigen, wa? Sollte sich mal nicht so viel Zeit lassen. Gut. Jetzt kann ich hier hingehen. Gut. Mine. Hab ich hier noch welche drinne? War es das letzte? Genau, das war das letzte. Eins. So. Okay. Radkappenmine, also keine Mine. Mine. Druckplattenmine. Okay. Na, dann wollen wir mal weitermachen. Also wegen diesem Strauch werde ich jetzt hier nicht mal was abhaken. Minen kann ich immer noch ein bisschen variabel setzen, wie ich gerne möchte. Aber dass die einfache Truhe mehr Platz hat als diese komische Apachen-Truhe, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So.
Gut, noch zwei. Eins, zwei, drei und dann hier. Okay. Dann gehen wir jetzt hier rüber. So, muss eine kurze Pause machen. Meine Tochter kam an, Windeln machen. So. Papa, Po. Was mache ich denn jetzt hier, verdammt durch? ja. Das war nicht gewollt. Ich kann ja mal testen, ob es funktioniert, wa? Kann man ja mal testen dann. Ist Müll, okay. Ich mache da mal ein paar Platten. Ich suche mir mal einen Zombie. Gehe weg. Ich hoffe, die sind nicht intelligent, dass sie da das Ding umlaufen. Jetzt renne ich schon selber fast rein. Ich wollte es ja testen, dann bin ich ja mir. Ich suche mal lieber andere Opfer. Wir kennen das ja aus der Politik. Wir sind auch nur denen ihre Testobjekte. Gut. Aber in dieser Generation gibt es keine Politiker mehr. Die laufen ja alle als Zombies rum. Dann machen sie wenigstens ihre Arbeit richtig. Ja. Dankeschön. Boah. Jetzt hau ich schon auf den Ekelkörper. Aber ihr habt gesehen, das funktioniert. Diese Tretminen, die funktionieren. So. Okay. Dann weiter hier im Spiel. Zombies kommen gerne da, wo auch Mauern sind. Wo die Türen sind. Deswegen muss ich auf jeden Fall die Türen absichern. Okay. Gut. Wir machen trotzdem hier noch einmal. Und hier auch noch einmal, sicher, sicher. Kommt noch irgendjemand? Nö, wa? Jo. Und hier war, genau. Super. Na dann haben wir uns abgesichert. Ich darf nur nicht selber über meine eigenen Minen laufen hier. Aber dann laufen wir einfach da lang. Dann geht das auch schon. Ich kann ja mal so ein bisschen hier alle paar Meter zum Beispiel. Hier zum Beispiel. Damit man es öfter mal krachen hören.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.